Ja, aber dafür geht's ja auch noch. Ja, klar. Was haben wir denn jetzt? Zwei Geschütze? Mhm, genau. Ist immerhin schon doppelt so viel wie eins. Innen drin ist gut aufgebaut. Es wird. Batterien bin ich auch immer schwer begeistert, wenn die drei grüne Balken haben. Nice! Ja, ne? Aber da kann man echt ganz froh sein. Wobei ich glaube, ich mache noch ein paar mehr hin, vorsichtshalber. Ja, ich würde eher versuchen, die Windräder auszulagern. In beide Richtungen. Dass sie nicht gleich alle zerschießen. Ja gut, wir haben ja den Reaktor unten. Ne? Das bloß, wenn wir jetzt genug Energie speichern, dann haben wir für eine Weile auf jeden Fall Ruhe. Mal Batterien hier. Oh, den würde ich irgendwann wieder abschalten. Nur für Notfälle einschalten. Denn wenn wir nachts hier die Anlagen unten ausgehen, ist ja nicht so schlimm. Da muss ja der Generator nicht nachliefern. Und das macht er ja automatisch. So, gucken, habe ich Batterien noch hingelegt? Batterie. Da. Bisschen Wind hier, bisschen Wind da, bisschen Solar da. Ah, Solar bringt zu wenig. Das bisschen, was du da rausbekommst. Haben sie das jetzt geändert? Nee, Solar. Ja, gut, seit Wind drin ist, kannst du Solar eigentlich knicken. Die Masse macht's, ne? Ah, da musst du aber wirklich. Denn bei Wetter heißt ja, dass dein Wind irgendwann auch mal aufhört. Ah, das kommt sehr, sehr selten vor. Deshalb bei den Batterien, dann hast du ja das Backup durch die Batterien. Mhm. Oh, du hast bei Batterien auch den Nachteil, wenn du die auf Auto lässt. Die füllen, gehen ab, füllen, gehen ab, füllen, gehen ab, ne? Immer. Ja gut, aber das ist in Ordnung. Dadurch, dass ja immer genug Energie da ist. Ja, du hast viel Strom. Ja, aber wenn du sie nur auf Laden lassen würdest, dann wären sie irgendwann voll und dann würde Strom produziert werden, ohne dass er halt. Deshalb, das nimmt das sich ist im genau Endeffekt dasselbe, ja. Du musst sie laden lassen und dann abschalten. Richtig. Und deshalb dann wirklich einschalten, wenn es nur tut. Ja, deshalb, das dazu bin ich zu faul. Deswegen habe ich nur 1-2 immer, damit ich sehe, ob es da der also Basis so, gut geht oder nicht. Wenn es auf gut steht, ist gut. Seit Jahren habe ich meine Batterien immer auf Auto und das funktioniert wunderbar. Also. Deshalb, da ändert sich eigentlich nichts großartig dran, ob du das nun so oder so machst. Außer, dass du halt noch einen Schritt für dich selber halt extra machst und dann dran denken musst, ich muss meine Batterien anschalten, falls was ist. Ja. Deswegen baue ich nochmal mehr Solar und mehr Wind. Da musst du an nichts denken. Das wird ja auch selten zusammengeschossen. Ja, wie gesagt, wenn du die Batterien auf Auto hast, brauchst du ja auch nicht. Ne? Kannst ja ganz unbekümmert einfach weiterlaufen lassen alles. Das ist da runtergefallen. Bist du mal wieder mutig beim Fahren, ne? Ja. Ja, guck. Ja, geht das schön hoch da vorne. Ich kann sogar Stunts machen mit meinem Auto. Sah cool aus. Ach, das sind auch Drohnen hier noch alles. Ja, die hat es hier komplett zerrissen. Unsere Geschütze haben die runtergeholt. Im Vorbeifliegen habe ich immer gedacht, das wäre unser eigenes Geschütz gewesen. Nee. Ja, ja, weil es so schön gebrannt hat. Das Lagerfeuer, weißt du, die Marshmallows habe ich auch schon vorbereitet. Ist auch gut, dass es dann so ewig lange bellt, ne? Ewig lange brennt. Boah, nur noch 22 Tonnen Gestein. Yay. Na, ich habe alles ins Auto reingeschmissen. Brauchen wir ja auch alles. Zum ja, Glück. Auf jeden Fall. Das ist ja dann auch wieder Nickel. Hammer. Talk. So.
Noch 12 Tonnen. SpongeBob steht da vorne auch wieder rum. Hm, ja, der ist da oben irgendwie auf dem Berg drauf, ne? Ah, müssten dieses große Geschütz da hinten loswerden. Warte mal, warte mal. Habe ich die nicht auch hier, die Waffe? Ja, hier ist sie auch. Sehr schön. So, die ist relativ günstig gewesen. Was braucht man dafür? Nichts, was wir nicht herstellen könnten. Ha. Na dann. Seid ihr die Hühner? Auf geht's. Ja, wir gehen jetzt mal. Achso, ich brauche Stahlplatten. Ne. Da, die kannst du bauen. Ich schmeiß hier die ganze Zeit schon Steine rein. Eisen dürfte da sein. Ja, ich habe durch mein kleines Fahrzeug habe ich genug Stahlplatten gerade. Gucken. Ja, sollte genug abgebaut haben, ne? Ja, zum Glück. Zum Glück. Gucken hier, so. So, 10 Energiezellen brauche ich jetzt noch. Da nehme ich immer 20 Schuss mit. Deine Knifte mit 20 Schuss. Ah, kein Eisen mehr. Mit. Hm. Alles schon durchgerattert. Ja, die. Dann ist das nächste. Ist ja richtig, ist ja gut so. Immer raus damit. So, weil das Geschütz, was hier jetzt steht, das hat eine maximale Reichweite von 4 Kilometern und ist ein Lasergeschütz. Es braucht nur Energie. Und damit können wir von hier aus, so wie es steht, genau dieses Teil da hinten wegballern. Ja. Musst nur aufpassen mit dieser weißen, die ist 4,04 weg, ne? Da oben, ich hab zwei. Ja gut, das sind ja unabhängige, ne? Die weißen, die sind in Ordnung. Warte mal, ganz kurz einen Moment, ich bin gleich wieder da. Das will ich sehen. So, wieder da. Sehr schön. Ich hab dich gerade gehört. In der Basis. Ja, Ach da. Du baust wieder. Ich hier nur so ein bisschen rum damit. Brauchst du noch Eisen? Ja, massenhaft für die ganzen Energiezellen. Sag mal grob, wie viel? Oh, weiß nicht, so 10.000? Ja, da muss ich ja mit dem Auto los. Ja, vielleicht könnte Hast eine du das Geschütz Ladung schon stehen, oder? Das Grundgerüst steht schon, aber das dauert gut. Noch eine ganze Zeit. Nee, dann fahre ich mit dem Auto. Wollen wir das jetzt noch machen, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Es ist wahrscheinlich wieder viel zu spät. Viel zu früh? Ansonsten machen wir es nächste Runde. Ja, das können wir auch machen. Ich gucke mal, wie ist das jetzt hier mit der Raffinerie? Hat die jetzt was zu tun? Ach so. Die hat das Magnesium gemacht. Ich habe es mal umgestellt, dass sie hier den Schrott und das Gestein macht. Macht die das nicht normalerweise mal zuerst? Nee, wenn vorher noch was drin ist, dann packt es das hinten dran. Ja, mit 70.000 Gestein, das sollte jetzt dann funktionieren. Muss ich mir nur merken fürs nächste Mal, dass ich gleich Eisen besorge. Ja, ich glaube Eisen, ja, das wird noch. Also mit dem Gestein, das geht ja schon, ne? Dann können wir zumindest so kurzfristig überbrücken. Ja, Eisen brauchst du ja immer. Ja. Immer und immer und immer wieder. Deswegen haben wir auf Eisen ja beim letzten Mal auch das Geschütz, nee, den Bohrer drauf gebaut. Also ich guck grad zu. Supraleiter, können wir Supraleiter schon basteln? Bitte sag ja. Gold brauchen wir dafür. Okay, das kann ich einsehen, Morin. Ja? Haben wir Gold? Ja, zwei. Das gefällt mir. Also im Moment fehlt wirklich nur Nickel und Kobalt.
das Gold und das Gold. Warte mal, wir hatten noch hier. Brauchte ich nicht hier oben Energiezellen? Habe ich mir das vorhin nicht. Doch, ach, da habe ich schon drin. Achso. Ach, hier. Alles klar. Aus. Wir haben ja sogar ein drittes Silber und Gold. Oh, okay. Das ist doch gleich vor uns. 700 Meter. Silber in einer Silo-Ball. Silber sollte das heißen. In 70 und Gold in 30 Tiefe. Ich guck gerade. Irgendwas, was wir haben, hat garantiert auch Gold mit drinne. Wenn ich das dann zerlege. Aber wir haben leider keine Triebwerks... Oder haben wir Triebwerkskomponenten? Hatte ich nicht Triebwerkskomponenten gefunden? Das kann ich dir nicht sagen. Ich guck gerade mal durch. Ja, natürlich nicht. Na klar. Ich habe wieder alle Sachen vorausgenommen. Ich habe natürlich auch keinen Bohrer dabei. Hab ich die Basis gepackt? Ja, hier sind nur deine drin. Dann nehme ich die hier raus. Schade. Ja gut, ist vielleicht auch nicht verkehrt, denn... ist bis dahin alles fertig. Dann haben wir genug Energie angespart, weil das Ding braucht wirklich mega viel Energie. Also, weil es schießt nicht so einen einzelnen Schuss halt ab, sondern wirklich so einen großen, so einen langen Energiestrahl halt entsprechend. Ja, genau. Also, das hält schon relativ lange an. Das ist. Ja, Gold sind nur noch 24 Meter vor mir. Unter mir. Komm jetzt. Ja, mal. Meter, 17. Wenn er denn mal gut geht. Weil viel Gold brauchst du ja nicht, ne? Nee. Noch 5 Meter. Wie kann ich denn essen? In meiner ist nicht. Ach. Setz dich mal mit Essen in den Stuhl rein. Dann war ja, ich auf einmal voll. Okay, mach ich. Ich sitze. Denn ich bin auch gerade schon wieder bei 13. Aber gut, ich habe auch kein Essen dabei. Jetzt habe ich auch alles rausgepackt. Naja, ist nicht irgendwie. Erst mit Rechtsklick funktioniert nicht, ne? Das ist. Genau, das mit dem Brot rechts geht, geht gar nicht. Ich hatte dann auch Pumpkins oder so drin und irgendwann hatte ich mich hingesetzt, habe Energie genommen und zack war ich auf einmal 100%. Komisch. Beim Trinken geht's einem frei. Warte mal, da hinten kommt gerade meine Kapsel runter, dann fliege ich jetzt einfach dahin. Weil da ist Essen drinne. Dann hole ich mir die jetzt einfach nochmal schnell. Ah, das ist ja kacke. Das gefällt mir nicht, dass man das Essen nicht essen kann. Das Problem hatte ich die ganze Zeit. Sind wir hier neu? Nee. Gold. Hat man doch hier. Ja. So, Gold bringe ich mit. Wie viel habe ich? 500. Na, da brauchen wir auch nicht so viel von. Das müsste eigentlich schon fast reichen. Ach, jetzt roll doch nicht die ganze Zeit durch die Gegend, hä? Das sind die besten, die Wegroller. Ja, das ist so ätzend. Kann ich mal überhaupt nicht leiden. Auch manchmal macht's auch Spaß. Aber natürlich ausgerechnet in dieser ist nichts zu essen drin. Das hätte ich auch selten. Ich nehme mal das Brot raus. Das Trinken raus. Trinken sofort voll. Essen gar nichts. Also bei 39 passiert nichts.
Ja, ich bin bei minus 4. Minus 4? Ja, als ich eben saß, war ich bei minus 2. Mhm. Da hat sie auch nichts getan. Lass doch mal Brot einstecken. Ja,